Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und ich bin hier am Rumprobieren. Ich habe schon die Iconista abgedreht. Die ist jetzt hier auf meinem Auge und wird ausgiebig getestet. Heute wollen wir testen ein Liquid Lipsticks und zwar von der Firma Nu Skin. Es geht um die Power Lips. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ich teste heute eine von diesen Power Lips. Das sind flüssige Lippenstifte von der Firma Nu Skin. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass sie damit geworben haben, dass sie sehr langanhaltend sind und dass sie auch kussecht sind oder kussfest, dass sie wasserfest sind. Diese Dinge stehen jetzt auf der Homepage selber nicht drauf, direkt auf der Seite von Nu Skin. Ich lese euch einfach mal vor, was da drin steht. Unser flüssiger Lippenstift enthält Avocadoöl und Vitamin E, damit deine Lippen nicht nur toll aussehen, sondern sich auch weich und geschmeidig anfühlen. Intensive, lang anhaltende Farbe mit Power. Ich habe da auch mal einen Test gesehen, wo dann die ganzen Farben hier auf den Arm aufgetragen wurden und wo man dann halt mit Wasser drüber gegangen ist und die Farben hielten dann auch. Ne? Die sind nicht verschwommen und man konnte tatsächlich danach noch mit dem Finger drüber gehen und hat nichts verschmiert. Ich habe die damals schon mal ausprobiert, in der Hoffnung, dass sie wirklich sehr, sehr lange halten würden, so wie es versprochen würde oder so wie es da früher beworben wurde damit. War jetzt nicht unbedingt sehr zufrieden, aber ich würde mal sagen, dass wir dem noch eine zweite Chance geben und dass ich das einfach mal ausprobiere. Und zwar möchte ich gerne, also ich habe hier zwei Farben. Einmal die Farbe Rain und einmal die Farbe Maven. So, und hier steht auch, starte mit sauberen Lippen, umrande sie leicht mit dem Applikator und fülle sie anschließend vollständig aus. Ein kleiner Tipp, bereite deine Lippen für ein glatteres Erscheinungsbild mit einem feuchtigkeitsspendenden Lippenbalsam vor, lass ihn gut einziehen, bevor du den Lippenstift aufträgst. So, das mache ich jetzt auch. Und ich lasse den jetzt sehr gut einziehen. So, und in der Zwischenzeit, in der dieser Lippenstift einzieht, erzähle ich euch mal was. Keine Ahnung, was soll ich erzählen? Mir geht's gut. Falls das jemand interessiert, wie geht's euch? Wie ist das Wetter bei euch? Das Wetter, ja, bei uns ist wunderschön gewesen gestern. Heute sieht's aber wieder ganz anders aus. Der Sommer kommt bald. Die Vorfreude ist zwar da, aber irgendwie kommt man nicht aus den Federn. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal trocknen, lasst euch mal kurz alleine und komme dann gleich wieder. So, meine Lippenpflege ist jetzt vollständig gut eingezogen. Und jetzt tragen wir den einfach mal auf. Ich bin jetzt gerade am überlegen, welche Farbe ich nehmen soll. Rain oder Maven. Ich glaube, ich entscheide mich für Maven, weil Rain ist dann doch ziemlich extrem und ich muss heute noch raus. Nehmen wir einfach mal Maven. Ich zeige euch mal den Applikator. Ja, das ist ein, also so sieht der aus. Und der ist, ich finde, einem Lippenstift nachempfunden. Der ist hier oben so ein bisschen abgeschrägt. Den tragen wir jetzt einfach mal auf. So.
So, das ist die Farbe Rain. Ja, also der Auftrag. Der Auftrag war wirklich sehr einfach. Der Power Lip ist sehr, sehr cremig, ließ sich auch ganz einfach auftragen, ist auch nicht fleckig und man muss halt nur aufpassen, dass man an manchen Stellen nicht zu viel Produkt aufträgt, wie zum Beispiel am Rand. Da muss man einfach mit dem Wattestäbchen so ein bisschen vielleicht nachhelfen. Und er ist matt und er trocknet relativ schnell. Also der ist jetzt schon trocken, er klebt auch nicht. Ja, jetzt werde ich jetzt einfach mal ein paar Stündchen diesen Lippenstift, flüssigen Lippenstift tragen und dann melde ich mich bei euch zurück und werde euch mein Fazit geben. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Es sind jetzt mittlerweile 4,5 Stunden vergangen und ja, wir haben gerade gegessen und ja, wie man sieht, ja, wie man sieht, ist da jetzt, sieht das nicht mehr so schön aus. Also es hat wirklich 4 Stunden gehalten, ohne Probleme, aber sobald man irgendwas isst, ist der Lippenstift weg. Es ist also kein Long-Lasting Liquid Lipstick, sondern man kann sagen, es ist ein schön cremiger flüssiger Lippenstift, aber Essen hält er nicht aus. Wobei ich sagen muss, trinken war super. Ich hatte keine Abdrücke auf dem Glas gehabt. Es ist auf jeden Fall wasserfest, aber sobald du irgendetwas Fettiges isst, ein Käsebrötchen oder ein Brötchen oder irgendwas, verschwindet der Lippenstift. Ich hole euch mal eben näher dran. So, also das ist das, was übrig geblieben ist. Und wie man sieht, hier in der Mitte ist alles weg. Nur oben ist die Farbe noch geblieben. Und ja, also man kann sagen, er ist tatsächlich wasserfest. Ich würde mal behaupten, auch kussecht, habe ich jetzt nicht ausgetestet. Aber man kann jetzt nicht so viel von diesem Lippenstift erwarten, dass er jetzt super lange hält wie manche Longlasting Liquid Lipsticks. Die Firma wirbt auf jeden Fall nicht damit, dass es, sie sagt zwar, es ist lang anhaltend, aber es ist kein Long-Lasting Liquid Lipsticks, der ewig lange anhält. Die Farbe ist sehr schön. Man kann hingehen und ihn sich nachziehen im Laufe des Tages oder nach dem Essen nochmal nachziehen. Was mir allerdings nicht so gut gefallen hat, ist das Gefühl auf den Lippen. Ich hatte ja vorher, vor dem Auftrag, einen Pflegestift aufgetragen, ihn gut einziehen lassen und dann habe ich den Lippenstift aufgetragen und er ist sehr schnell getrocknet. Ich hatte aber auch kein pflegendes Gefühl mehr auf den Lippen. Also sobald der Lippenstift getrocknet war, hatte ich ein trockenes Gefühl auf der Lippenhaut und das auch wirklich die ganzen 4 Stunden lang. Also ich wäre am liebsten hingegangen und hätte mir noch einen Pflegestift drüber gegeben. Wobei ich dann jedoch die Befürchtung hätte, dass ein Pflegestift die Farbe ein bisschen empfindlicher machen würde. Also ich würde diese Lippenstifte Power Lips Fluid als ganz normale Lippenstifte empfehlen, auch langanhaltend, aber sobald sie mit Essen in Berührung kommen, muss man dann tatsächlich hingehen und nochmal nachziehen. Okay, so, ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.